Steven Spielberg wurde am 18. Dezember 1946 in Cincinnati, Ohio, geboren. Der Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und gelegentliche Schauspieler gilt als erfolgreichster Regisseur aller Zeiten. Spielberg machte seinen ersten Film als Kind auf einer 8mm-Kamera und führte nach seinem Schulabschluss bald Regie bei TV-Serien für Universal. Der Durchbruch kam mit Der weiße Hai. Neben dem finanziellen Erfolg gewann der Film 3 Oscars. Unheimliche Begegnung der dritten Art thematisierte Spielbergs Faszination mit dem Unbekannten, inspiriert von einem 140 Minuten langen Film, den er im Alter von 16 Jahren gedreht hatte. Zu den Schauspielern gehörte auch Spielbergs Vorbild François Truffaut. Spielberg war so eingeschüchtert, dass er Truffaut keine Anweisungen erteilen konnte. Der Film wurde mit den neuesten Spezialeffekten produziert. Das Raumschiff aus dem Film wird heute im Smithsonian National Air and Space Museum ausgestellt. Jäger des verlorenen Schatzes war eine Hommage an Serien der 30er und 40er Jahre. Spielberg sah den Film nach einer Idee von George Lucas als einen James-Bond-Film ohne die Technik an. Die Premiere war 1981. Der Film wurde der erfolgreichste Film des Jahres. Drei ebenso erfolgreiche Fortsetzungen und eine Fernsehserie sollten folgen. Is this Elliot? 1982 führte Spielberg bei E.T. der außerirdische Regie, der von vielen als bester Science-Fiction-Film aller Zeiten angesehen wird. Nicht jeder seiner Filme war ein Erfolg. Spielberg war auch bei Zurück in die Zukunft und Jurassic Park, zwei der erfolgreichsten Hollywood-Trilogien, beteiligt. Mit Filmen wie Die Farbe Lila und Das Reich der Sonne zeigte er auch seine ernste Seite. Diese Filme ebneten den Weg für Schindlers Liste. Spielberg, selbst Jude, verfilmte Thomas Kenneallys Roman über Oskar Schindler, der im Holocaust tausenden Juden das Leben rettete. Steven Spielberg war sich nicht sicher, ob er dem Thema gerecht werden könne. Auch weigerte er sich, sich als Regisseur für den Film bezahlen zu lassen. Er nannte es Blutgeld. Die Beteiligten waren mehr als stolz, Teil dieser Produktion gewesen zu sein. Schindlers Liste gewann 1993 Oscars als bester Film und für den besten Regisseur. Spielberg gründete die Shoah Foundation, eine Organisation, die die Geschichten von Holocaust-Überlebenden sammelt und Intoleranz bekämpft. Action-Blockbuster gehören aber weiterhin zu seinem Schaffen. Dennoch möchte er seinen Filmen keine eindeutige Aussage verleihen. Jeder Zuschauer soll den Film auf sich persönlich wirken lassen. You know, it'll be a unique experience, and every one of you might see something differently in it than even I saw making it. So I'd like to leave it to you to decide what you feel, how you feel, and what you think.